Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und heute befinden wir uns nicht irgendwie in unserer Mittelalterstadt, sondern wir befinden uns in einer anderen Welt. Und zwar ist das die Welt von Champ Creations. Link ist in der Videobeschreibung, natürlich in der Infokarte wahrscheinlich auch. Und weil die meisten von euch wahrscheinlich von ihm jetzt kommen, wissen die auch schon, worum das es geht. Und für die anderen, wir machen die Einrichtung für dieses Torhaus bzw. den Teil hinter der Mauer. Und ich würde sagen, wir fangen an. So, wenn wir mal hier reingehen, dann seht ihr, ich habe das Ganze schon ein bisschen aufgeräumt. Ich habe hier die Decke einfach mit Cobblestone Slabs gemacht und die Laterne hier in die Mitte gesetzt. Dasselbe auf der anderen Seite. Und hier oben, da wo eine Falltür war in der Mitte, habe ich einfach einen Block reingesetzt und die Laterne darunter gehängt. Und das ist unsere Ausgangslage. Hier können wir aufmachen, wenn wir wollen. Und auf der anderen Seite kommen wir wieder raus. Das ist die Mauer von hinten. Aber wir machen jetzt mit der Einrichtung von innen weiter, bevor wir zur Außendekoration kommen. So, als erstes brauchen die hier oben natürlich Waffen. Und dafür habe ich mal den Bogen und die Armbrust genommen. Jetzt die Sachen werden gelagert. Ich würde sagen, wir machen mal hier eine Kiste. Und auf der anderen Seite machen wir gleich dasselbe. Und daneben vielleicht noch Rüstungsständer, wo dann die Rüstungen für die Soldaten drauf sind. Die füllen wir einmal auf. Und dann brauchen wir noch Item Frames, also Bilderrahmen. So, und in die Item Frames kommen jetzt hier einmal eine Armbrust und einmal der normale Bogen. Und die Pfeile kommen ins Fass oder in die Kiste halt. Wenn ihr keine Fässer habt, könnt ihr da auch Kisten nehmen. Das ist natürlich kein Problem. Dann können die sich hier schon mal verteidigen. So, von außen haben wir jetzt hier diese Zugbrücke, die als Zugbrücke so gar nicht funktionieren würde. Deswegen nehmen wir uns jetzt Eisenzaun. Wie heißt das auf Deutsch? Naja, Iron Bars auf jeden Fall. Und packen die hier hin. Jetzt werdet ihr ziemlich schnell merken, das geht hier gar nicht, weil die ein Block zu hoch sind. Dazu nehmen wir einfach den hier weg und packen die Stufen hier rein. Und jetzt können wir nämlich hier so diagonal raufgehen damit. Ich zeige euch jetzt zwei Varianten, wie ihr die machen könnt. Das eine, das hier, könnt ihr auch im Survival so machen. Das andere ist nur für den Kreativmodus. So. Das wäre die Survival-Variante. Einfach ganz normal Eisenzaun. Und die Kreativ-Variante wäre mit Schienen. Dazu braucht ihr aber Barrieren. Dann euren Spielernamen. Und dann Barrier. Da kriegt ihr diese Blöcke hier. Jetzt müsst ihr hier für den auch wegmachen. So. Dann kommen die Barrieren so hier diagonal übereinander. Und dann packen wir die Schienen drauf. Wenn wir jetzt noch einen weitergehen. So. Dann haben wir die Zugbrücke so. Und ich finde, das sieht halt schon besser aus. Ich mache das jetzt für die andere Seite auch nochmal. Ihr müsst euch halt dann entscheiden. So, ich habe jetzt das auf beiden Seiten gemacht, wie gesagt, und die Zugbrücke noch ein länger gemacht hier vorne, einfach damit das ein bisschen besser aussieht. Jetzt kommt natürlich hier noch ein Weg hin, den könnt ihr wohin machen, wo ihr wollt. Wenn ihr da hinten noch ein anderes Gebäude habt oder so, macht ihr den Weg dahin. Und so haben wir unsere Dörfer verbunden. Hier können wir jetzt auch reingehen. Zack. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, hier drinnen gibt es noch einen zweiten Stock. Und da kommt natürlich auch noch was rein. Da ist nicht so viel Platz. Aber hier oben können wir einfach dasselbe nochmal machen. Bisschen anders, aber dasselbe. So, wir nehmen nochmal Item Frames, Armbrust, die Fässer und Pfeile natürlich. Und da kommt einfach einer hin. Zack. Und das Itemframe können wir jetzt hier nicht platzieren, weil da die Falltür ist. Das heißt, wir machen das einfach hier an die Wand.
hier rein kommen die Pfeile und da kommt die Armbrust und dann kann man auch hier den Weg verteidigen. Das wär's von der Inneneinrichtung für dieses Torgebäude. Jetzt kommen wir zu den Dekorationen für außen. Als erstes müssen wir natürlich hier hinter den Weg weitermachen. Je nachdem, wenn ihr hier irgendwelche Gebäude habt, die Stadt geht ja hier hinten dann weiter, kann man den Weg hier runterziehen oder jetzt hier in dem Fall einen Weg herziehen. Macht das einfach ganz schnell, dauert ja nicht lange. So. Und dann so einfach alle eure Gebäude verbinden. Und ja, hier sehen wir, haben wir so einen kleinen Unterstand, der ist nicht von mir, den hat der Champ schon gebaut. Ich wäre einfach dafür, dass wir jetzt noch einen zweiten kleinen Unterstand machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich glaube schon. Hier ist ein Wandering Trader mit den Lamas. Und die Lamas sollen natürlich was zu essen bekommen. Deswegen nehme ich einfach mal die hier. Machen hier was Kleineres. Zack. Warte, ich muss einen höher. Hier. Drei Blöcke von dem hier entfernt. Drei Blöcke lang. Hier zwei. Unter der Mauer. Und da müsst ihr einfach gucken, dass ihr oben am Block seid und nicht unten. Die unteren kommen jetzt hier vorne hin. Dann nochmal eine Reihe dran. Und drunter die Zäune. Zack. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen Heu platzieren. Zack. Und vielleicht mit Falltüren außenrum das Ganze abschließen. Zack. Und dann hier noch. Und da kann man dann reingehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier noch den Boden ein bisschen verändern. Einfach so, dass es ein bisschen benutzt aussieht. Und natürlich nicht vergessen, den Weg hierher ziehen. Weil ihr latscht ja auch nicht quer durch die Wiese, wenn ihr irgendwo hin wollt. So. Zack. Hier ist jetzt ein bisschen Gras, das können wir natürlich wegmachen. Und schon. Moment. Und schon haben wir hier die ganzen Dinge verbunden. Hier können wir auch noch den Weg machen. Und das könnt ihr jetzt noch natürlich ein weiteres Mal machen. Zum Beispiel hier hinten, da ist das Ganze noch ziemlich leer. Jetzt, ich weiß nicht, ob Champ diesen Turm hier gezeigt hat. Wenn ja, könnt ihr den ja hinten dran nochmal bauen. Das sollte ja kein Problem sein. Und sonst, wenn nicht, dann nehmen wir uns einfach hier und bauen auf der anderen Seite nochmal eine Treppe nach oben. Zack. Einfach aufeinander. Das kommt jetzt auch nicht wirklich drauf an, wo die Treppe sich befindet. Das ist einfach, dass da eine Treppe ist. Und als Geländer, dass man da nicht runterfallen kann, würde ich einfach so eine Mauer als Ausfalltür machen. Zack. Einfach platzieren. Dann übereinander bauen. Und dann hier jeweils das, was wir nicht brauchen, wieder wegbauen. Und jetzt haben wir hier einfach so eine kleine Mauer gemacht. Auf der Hinterseite darf die natürlich auch nicht fehlen. Zack, einfach hochziehen. Und dann müssen wir natürlich noch hier das Ganze öffnen, dass man dann hier reingehen kann. So, jetzt, wenn ihr das wissen wollt, hier bei dem Eingang 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke entfernt, dann die Treppe 2 Blöcke breit. So, und ihr habt es schon geahnt, der Weg. Der Weg muss natürlich auch mal noch da gehen und hier hinten zur Treppe. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Weg auch mit Coarse Dirt
ein bisschen verschönern. So, einfach als Beispiel. Und das dürft ihr natürlich das Knochenmehl nicht vergessen. Einfach, dass das nicht so leer ist hier. Zack. Hier ist natürlich auch noch eine Tür. Zack. Zack. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja sogar noch Bäume platzieren. Einfach hier so vielleicht. Zack. Da entlang. Um das Ganze ein bisschen abzugrenzen. So. Und Pflanzen sind immer gut. Ja. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es getan hat, lasst natürlich ein Like und Abo da. Falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.